Zahlreiche Medienvertreter stiegen dem Schulzentrum Kreuzau jetzt aufs Dach, um sich vor Ort die Solaranlage zeigen zu lassen, mit der Hauptschule, Gymnasium und Realschule fortan ihren Strom selbst produzieren. Dazu hat der Euskirchner Solarspezialist F&S Solarkonzept mehr als 1000 Solarmodule installiert, die rund 60 Haushalte mit umweltfreundlich erzeugtem Strom versorgen können. Mit gut 244 Kilowatt Peak produzieren die modernen Module voraussichtlich mehr als 221.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. F&S-Geschäftsführer Georg Schmiedl erklärte die Besonderheiten der Anlage und brach in seiner Begrüßungsrede eine Lanze für die dezentrale Stromerzeugung. Es ist aus meiner Sicht faszinierend, dass man auf Dächern, die sowieso immer vorhanden waren, bisher nicht genutzt wurde, jetzt die Möglichkeit hat, 210.000 Kilowattstunden Strom zu produzieren, und zwar absolut sauberen und sicheren Strom. Und das dauerhaft die nächsten 20, 30 Jahre. Das ist eben dieser tolle Gedanke auch der regenerativen Energien, dass man also nicht nur sauberen Strom produziert, sondern diesen Strom auch dezentral produziert, und zwar dort, wo er auch gebraucht wird. Und wenn ich das mache, dann entfallen auch sehr schnell die Diskussionen über 3000 Kilometer neue Überlandnetze und die ganzen Kosten, die Bürgerproteste, die damit verbunden sind. Dann machen regenerative Energien Sinn, und dann ist auch das erfüllt, was das Erneuerbare Energiengesetz in seiner Gründung damals für die Energieversorgung vorgesehen hat. Und wir werben auch mit der heutigen Veranstaltung dafür, nicht wie das fahrlässigerweise zurzeit in der öffentlichen Diskussion geführt wird, zu sagen, da finanziert der Stromkunde aus Berlin oder aus dem Kreis Düren vielleicht den Großagrarier aus Bayern, weil der große Photovoltaikanlagen hat, und die werden ja subventioniert. Nein. Wir glauben, dass gerade das Modell, was wir heute hier vorstellen, auch richtungsweisend für das gesamte Bundesgebiet sein kann, dass wir überall kleine Kraftwerke haben. Und wenn man den Strom da produziert und ihn dann auch da verbraucht, dann sind das Beiträge, die für unser Land beispielhaft sind. Denn ich glaube, die Zeiten von Großkraftwerken werden sich sukzessive dem Ende zuneigen. Jedes Haus wird in Zukunft als Energieträger wichtig sein. Damit die jungen Leute die Sonnenstromproduktion auf dem Dach auch in Zukunft optimal visualisieren können, versprach der F&S-Geschäftsführer dem Schulzentrum eine Computeranlage, mit der man das Auf und Ab der Stromproduktion von morgens bis abends, aber auch im Verlauf des gesamten Jahres immer bestens im Auge hat. Was natürlich auch ganz toll ist, ist, dass wir diese Anlage hier auf den Dächern von Schulen haben. Ich freue mich wirklich riesig darüber, wenn das auf Schulen passiert und Kinder von Anfang an miterleben können, wie Energieversorgung heute aussehen kann. Mit der neuen Solaranlage auf dem Dach des Schulzentrums in Kreuzau hat die Ruhrenergie GmbH nach dem Solarpark Inten, der ebenfalls von F&S Solarkonzept errichtet wurde, ihr zweites Projekt seit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens, bestehend aus dem Kreis Düren, der Stadtwerke Düren und der Sparkasse Düren, erfolgreich umgesetzt.